So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Quarry. Es geht genau da weiter, wo wir letzte Session aufgehört haben. Und zwar, ja, nicht so einfach, befehlend oder unsicher. Die Stimmung ist eh schon ein bisschen gereizt. Was machen wir? Unsicher. Caitlin, was soll ich tun? Oh, wow, ganz tolle Führungsqualitäten. Sei jetzt ruhig. Oh, Laura Vergiss es. Ich habe damit respektiert nichts zu dich tun. nicht, Das ist okay? deine Sache. Denk einfach daran, was alles passiert ist, okay? Das ist mein Rat. Die haben immer noch alle Nick im Gesicht kleben, Menschenskinder. Du sagst, eine Frau hat geweint wegen einem uralten Reim. Neugierig. Ja. Moment, du sagst, eine Frau hat geweint? Bei Die deiner Hexe. Flucht? Warum? Was weißt du denn? Die Gruselstory, die er erzählt hat, was, Caitlin? Das hier ist keine Story, es ist kein Kinofilm. Es passiert wirklich und ihr steckt mittendrin. Dein Armband. Ich erschieß dich. Ja, einfach mal so. Zeig mir mal dein Armband. Ich erschieß dich. Wir sind misstrauisch. Wir können doch nicht einfach mit Erschießung drohen, nur weil sie ein Armband angucken will. Also echt. Was soll das werden? Ich will nur helfen. Wenn's zum Schlimmsten kommt, gebt euch das eine letzte Chance. Und das tötet sie? Wirklich? Ja. Aber was, wenn's Nick ist oder so? Wie gesagt, wenn's zum Schlimmsten kommt. Oh. Ryan, nimm das verdammte Ding runter, bevor was passiert. Schieß gleich draus zu sehen, irgendjemand mit dem Rücken. Schwupps, Waffe weg. So, weiter. Wo hängt Chris Hackett ab? Wenn er nicht im Camp ist. Ja. Sollen wir ihn in Schutz nehmen, wenn er wirklich der Oberwerwolf ist? Ah, schwierig. Naja, so wie es aussieht, drücken wir nicht mit der Sprache raus. Entweder wir sind zurückhaltend oder wir sind gemein. Ich verrate dir nicht. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Sind wir jetzt ein sassy Sack oder nicht? Naja, komm, zurückhaltend, oder? Ja. Woher soll ich das wissen? Ihr seid doch Betreuer, oder? Ihr seid 2 Monate hier. Er ist nicht im Sturmkeller. Ich finde ihn ganz offensichtlich nirgendwo im Wald. Ich brauche Hinweise. Versuch's mit dem Gruselhaus hinter dem Wald. Mann! Was? Oh Gott, oh Gott. Ja. Du könntest ihn am Leben lassen oder es gibt auch Alternativen. Die Frage ist, ob es überhaupt fertig kriegt, ihn wegzunatzen, ohne dass er sie wegnatzt, ne? Was machen wir? Mitfühlen oder sarkastisch? Ich glaube, wir gehen mit Mitfühlen. Es gibt auch Alternativen. Wir könnten probieren, rauszufinden, wer der Werwolf ist, der ihn gebissen hat, wenn er nicht der Oberwerwolf ist. Wäre eine Möglichkeit. Ernsthaft, es gibt Alternativen. Mal drüber nachgedacht? Ich habe letzten Monat an nichts anderes gedacht. Nur bei Sonnenaufgang sitze ich fest bis zum nächsten Vollmond. So wie Max, so wie alle Gebissenen. Und das ist unser Problem? Frag doch deine Freunde im Und Wald! denk auch noch an Nick, Mann. Stopp! Oder wir müssen euch mit kaltem Wasser beugen. Ryan, verschwinden wir hier! Ich muss endlich was tun. Oh, Ohne jetzt. mich wird Chris Hackett dann noch mehr Opfer auf dem Gewissen haben. Ich gehe mit dir. Was? Ja, ich stimme zu. Ich lasse dich nicht allein losziehen. Chris hat nichts damit zu tun. Ja, doch, wir wissen ja eigentlich ganz sicher, dass er was damit zu tun hat. Wir haben ja mitgekriegt, dass er anscheinend
Also im Polizeirevier, in der Rückblende hieß es ja, er hätte jemanden gebissen. Also von dem her, wir wissen eigentlich schon Bescheid. Aggressiv, freundlich. Oh, wir wissen es halt auch nur aus einer Nacherzählung. Oh Mann, ist das immer schwierig hier. Da gehen wir auch freundlich, komm. Ich werde beweisen, dass Chris Hackett nichts damit zu tun hat. Er wollte, dass wir drinnen bleiben. Er war besorgt. Mir egal, was du denkst. Mir egal, was du denkst. Schnauze. Nee. Schön. Mach doch, was du willst. Da gibt's Zoff. Du weißt, was mit Nick ist. Er wurde gebissen. Mir wird nichts passieren. Das geklaute Auto. Wo ist es? Im See versenkt? Dylan ist sehr Warum? gesprächig gerade irgendwie. Weil es von den Cops geklaut war? Du musst den Van reparieren und verschwinden, in Sicherheit. Wie lange hast du noch? Eine Stunde, vielleicht. Der ist Ich wirklich weiß sehr nicht. gesprächig. Es gibt keine Langzeitstudien. Dann sollten wir jetzt gehen. Ja, Van reparieren. Wenn der andere Dulli nicht die Ding da im See verloren hätte, der Bist du Jacob. sicher mit dem Weg? Die Sicherung oder sowas. So ziemlich, ja. Ziemlich oder definitiv? Sehe ich aus wie ein Reiseführer? Ja, schon irgendwie. Hier stimmt was nicht. Warst du schon mal dort? Ja, warst du schon mal dort? Gute Frage, oder? Warst du überhaupt schon mal dort? Also, nein. Was, im Ernst jetzt? Ich weiß so viel wie du. Und wie gut kennst du Chris Hackett? Mr. H, ziemlich gut. So wie du ziemlich sicher den Weg kanntest? Bei meinem ersten Besuch im Camp hatte ich Probleme und Mr. H hat mir geholfen. Er ist echt nett. Du kennst ihn nicht wie ich. Du kennst ihn gar nicht. Okay, Gott. Schleim nicht so. Wieso bist du so? Vielleicht weil sie schon ein Auge an einen Werwolf verloren hat. Und ihr Freund unfreiwillig auch zum Werwolf wurde, vielleicht. Ich glaube nicht, dass irgendwer irgendwen kennt. Das könnte ich auch fragen. Boah. Provozierend. Sie hat eh schon wieder ein bisschen schlechte Laune, ne? Das könnte ich dich auch fragen. Was meinst du? Was willst du wirklich hier? Du kannst ihn nicht einfach töten. Das werde ich nicht. Ich erschieße einen Werwolf. Denn genau das ist er, glaub ist es mir. Ist er nicht. Eieieiei. Ist er nicht. Ja, je. Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist es. Hackett Haus. Er lebt mit seiner Hinterwäldlerfamilie in einer Hinterwäldlerhütte im Wald? Sieh dir das an? Nein, hier lebt seine Mom, glaube ich. Ich war nie drin, aber wenn wir antworten wollen, ist das der beste Ort, sie zu finden. Da wohnt sicher die verrückte also, Alte. Wie kommen wir ran? Was meinst du? Wie kommen wir zu dem Haus? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ja gar nicht. Zu wem hältst du hier? Ich weiß, dass er dein Freund ist. Wütend oder mitfühlend? Schwierig, schwierig, schwierig. Wir können ja auch nicht immer angepisst sein, ne? Machen wir mal mitfühlend. Hey, ich weiß, dass Chris dein Freund ist. Wenn ich den Weg wüsste, hätte ich's gesagt. Klar. Ja. Laura, Chris ist nicht böse. Es geht nicht um gut oder böse, Ryan. Wie kannst du da so sicher sein? Wenn mein Gewissen mich jetzt bremsen kann, wird das alles hier noch viel schlimmer. Ich wünschte, es ginge auch anders. Es geht nur nicht. Hey, wo willst du hin? Uns läuft die Zeit weg, oder nicht? Es muss einen anderen Weg rübergehen.
hab dich. Ja. Blub, ab in die Grotte. So ein Scheiß. Alles okay? Laura? Jesus. Die hat's aber eilig. Es jagt das Blut, doch scheut das nass. Toll. Oh mein Gott, Laura. Ach du, heilige Scheiße. Oh oh. Darf ich mal? Was soll das? Ruhig, hier. Oh mein Gott. Was hast du für große Augen? Ach, Scheiße. Oh Gott. Ist da was Gelbes im Auge? Nicht nur ein bisschen. Wie gelb genau? Shit. Pissgelb. Uns bleibt nicht viel Zeit. Damn, son. Die heilen halt komplett. Diese Werwolf-Viecher heilen sich, so wie es aussieht, komplett einfach alles wieder hin, was weg war. Ich meine, die hat als Mensch noch ihr Auge verloren, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Und sogar das Auge ist jetzt wieder geheilt. Ja, was haben wir hier? Stopp. Gute Frau, drehen Sie um. Sag mal, will sie nicht. Werkzeug. Bestimmt noch von den Arbeitern. Steinbruchwerkzeug. Meinst du? Hier war seit Jahren niemand. Werden wir schon beobachtet oder was? Ah, jetzt ist die Frage, wo gehen wir lang? Gehen wir erstmal hier durch. Treppe hoch hier. Tyrilü. Und tralala. Ja gut, das hat sich nicht wirklich... What the... Was war das? Was sind das für Geräusche? Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Oh Mann. Hast du das gehört? Silas? Nicht sie. Wer? Die Hexe von Hackett's Quarry. Sie will uns bestimmt warnen. Oder führen. Nee. Die Hexe vom Hackett's Quarry. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hexe vom Hackett's Quarry die gute Frau mit den Tarotkarten ist. Oh Gott. Uns gehört haben? Nee. Glaube ich nicht. Das hat keiner gehört. Das entspricht nicht der Norm. Naja, wenn die Norm marode und einsturzgefährdet lautet, dann vermutlich schon. Lass uns weitergehen. Ja. Besser ist das. Sag mal, willst du den Kerl umbringen oder was? Vorsicht. Gott. Pass doch mal auf. So, jetzt werden wir gleich gejumpscared wahrscheinlich. So, was gibt's hier noch? Nichts, hier ist Ende. Schön. Oh Gott. Hier ist auch nichts. Oh, ich mag das nicht, wenn die Kamera so nah dran ist. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Sichtfeld. Jetzt sieh dir das an. Was? Die Leiter oder was? Oder die Treppe? War das gerade laut? So langsam könnte ich doch was zu essen vertragen. Hör auf damit. Wieso sind ihre Augen nicht mehr gelb? War das nur so ein kurzer Übergang von wegen, ich war für 5 Millisekunden ein Werwolf, mein Auge ist geheilt und die waren gelb und jetzt sind die wieder normal? Oder
Hat da jemand einen Fehler im Design-Team gemacht? Wer weiß.